Es war ein Land so fruchtbar und reich, als würden die Götter selbst dort wohnen. Für uns gab es keinen Zweifel, dass wir endlich am Ziel waren. Mit dem Aufbaustrategiespiel Cultures greifen die Catan-Macher von Fanatics die siedelnde Konkurrenz von Blue Byte an. Bei Catan kontrollieren sie ein wackeres Wikingervolk, das sich auf eine Weltreise begibt und die Nordländer von Norwegen über Grönland bis nach Nord- und Südamerika führt. Unterwegs treffen sie auf Eskimos, Indianer und Maya, mit denen sich vortrefflich handeln, aber auch Krieg führen lässt. Getreidefarmen, Mühlen, Bäckereien, nur mit funktionierenden Wirtschaftskreisläufen ist gewährleistet, dass ihre Bevölkerung nicht verhungert. Jäger und Fischer helfen über die erste Aufbauphase hinweg. Der Beruf der männlichen Bewohner lässt sich jederzeit ändern. Sobald der erste Berufstätige nach einiger Zeit seinen Meisterbrief erreicht hat, werden weitere Gebäude und Technologien freigeschaltet. Darunter Töpfereien, Rüstungs- und Waffenschmieden, Brauereien, Kasernen und Bogenschnitzereien. Im Unterschied zu vergleichbaren Spielen wie Die Siedler 3 oder Die Völker müssen sie sich um jeden einzelnen Bewohner ihrer Siedlung kümmern. Männlein und Weiblein beziehen ein-, zwei- und drei Familienhäuser und ziehen dort ihren Nachwuchs groß, dessen Geschlecht sie selbst bestimmen dürfen. Die Frauen kümmern sich darum, dass ihre Gatten nicht zeitaufwendig selbst nach Nahrung suchen müssen. Genretypisch wurde bei Cultures Wert auf idyllische Grafik gelegt. Die Wikinger sind herzallerliebst animiert, durchs Gehölz stromern Bären und Karnickel und mit Auflösungen bis 1600 x 1200 Bildpunkte ist stets für Übersichtlichkeit gesorgt. Einsteiger fühlen sich anfangs von der Vielzahl der Möglichkeiten erschlagen, werden aber per Tutorial und Einsteigermissionen behutsam an alle Optionen herangeführt. Cultures gehört zu den komplexeren Aufbaustrategiespielen, sodass sie alle Hände voll zu tun haben, um ihr Volk wohlbehalten durch die Kampagne zu steuern. Eine süchtig machende Neuerscheinung, die im Aufbaustrategie-Genre eindeutig zu den besten ihrer Art zählt. Cultures sieht den Siedlerspielen zum Verwechseln ähnlich, ist aber bei weitem komplexer. Zum Glück gibt es Einsteigermissionen, in denen man alles Relevante kennenlernt, aber etwas Erfahrung im Genre kann nicht schaden. Vor einem Monat hatten wir die Beta-Version des Action-Adventures Heavy Metal Fact 2 angespielt und für vielversprechend befunden. Doch jetzt ist es soweit, die endgültige Version ist da. Sie umfasst 28 Spielabschnitte. Erfahrene Spieler benötigen knapp 10 Stunden, um Heldin Julie sicher ans Ziel zu führen. Wahrlich nicht viel. Zudem gibt es keinen Mehrspielermodus, der für weiteren Spielspaß sorgen könnte. Heavy Metal Fact 2 gehört zu den besseren Genrevertretern. 3 Dutzend Gegnertypen, darunter abgefahrene Gestalten, wie etwa kleinkindgroße Kampfmöhren, heizen kräftig ein. Um sich ihrer Haut zu erwehren, kann Julie auf ein stattliches Waffenarsenal zurückgreifen. Verschiedene Wummen, Schleudern, Schwerter und Spezialwaffen kann sie im Monsterkampf einsetzen. Der Intelligenzquotient der Monsterhorden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Stürzen an der einen Stelle unzählige Kreaturen aus allen Himmelsrichtungen auf Julie ein, lauern ihr an anderer Stelle wenige, doch mächtige Gegner auf. Zumindest die Komposition ist originell und abgefahren. In Verbindung mit der flotten Q3-Grafiktechnik sind die Gegnertypen eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Schließlich setzt das Spiel weit mehr auf Action als beispielsweise Konkurrenten wie Tomb Raider 4. Die Spielewelt von Fact 2 ist hervorragend gestaltet, die Kämpfe machen eine Menge Spaß. Etwas ärgerlich ist es, dass das Spiel recht kurz geraten ist und dass es in puncto Originalität nicht an Spiele wie Drakan heranreicht. Insgesamt gehört der Titel zu den besseren seines Genres. Die Grafik ist top, das Spiel bietet eine Menge Abwechslung, die Action ist fetzig und die Rätsel sind geschickt platziert. Negativ fallen die etwas zu kurz geratene Spieldauer und dämlich reagierende Gegner auf. Des heutigen Fluges zeigen wir den Film Captain Proton gegen die Robo-Zombies. Danke, dass Sie mit Delta Flyer Airlines fliegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug.
Sternzeit 48315,6. Captain Stangl und die Crew der PC Games befinden sich auf gefährlichem Gebiet. Allein in den Weiten einer CD-ROM begeben sie sich in herausfordernde Einsätze, schlagen sich mit Fehlern im System herum und müssen sich schließlich den Fragen stellen, die nie ein Mensch zuvor beantwortet hat. Hilft die Q3-Technik den Rundungen von Seven of Nine? Sind die Borg wirklich so böse? Und gibt es endlich ein Star Trek-Spiel, das wirklich Spaß macht? Die Lösung naht. Wir haben mit Maus, Tastatur und Tricorder Star Trek Voyager Elite Force von Raven Software durchgespielt, um einerseits die Welt zu retten, andererseits die vollmundigen Versprechungen der Entwickler zu überprüfen. Voyager Elite Force ist ein Actionspiel wie viele andere, glänzt aber mit vielen sogenannten Scripted Events. Das sind Ereignisse, die den Spieler auf seinem Weg durch die Level überraschen und für viel Spannung und Atmosphäre sorgen. Konkrete Aufgaben, die sich wohltuend vom üblichen Geballer anderer Titel abheben, runden das gelungene Level-Design ab. Aber ich glaube, Leng und Selma kümmern sich darum. Das Level-Design lebt vor allem durch die sogenannten Scripted Events. Das heißt, ich gehe durch ein Raumschiff, plötzlich explodiert eine Wand, neue Gegner kommen auf mich zu. Es kann Ereignisse geben, die die ganze Story auf einmal kippen. Das Ganze wird mir vorgespielt, aber ich fühle mich als Teil dieser Handlung. Und davon lebt Voyager Elite Force. Nicht alles ist den Entwicklern so gut gelungen wie die Level. Die Intelligenz der Gegner überschreitet die einer Horde Tribbles kaum, wie dieses Beispiel zeigt. Der Spieler kann den gefährlichen Robotern entkommen, indem er einfach auf eine Kiste oder Erhöhung steigt. Auch die Grafik hinkt im direkten Vergleich hinter Heavy Metal Fact 2 her, obwohl beide Spiele die Quake 3-Technik benutzen. Die Grafik-Engine ist nur ein Teil des Ganzen, der andere Teil sind natürlich die Grafiker und Designer. Und die Designer von Voyager Elite Force haben natürlich ein bisschen Probleme gehabt mit den Texturen. Bei der Voyager war es etwas karg. Das geht bei Heavy Metal Fact 2 wesentlich einfacher mit organischen Landschaften. Das heißt, sie haben es versucht, aber nicht ganz so gut umsetzen können. Wäre Star Trek Voyager Elite Force nicht nach nur 10 Stunden durchgespielt und gäbe es die lästigen Fehler nicht, hätten wir eine höhere Wertung vergeben. Wenigstens gibt es einen Mehrspieler-Modus, in dem man auch alleine gegen intelligente Bots antreten darf. Ein langer Name für ein umfangreiches Erweiterungsset. Age of Empires 2 – The Conquerors ist das offizielle Zusatzprogramm zum Verkaufsschlager der vergangenen 12 Monate, dem Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 2 – The Age of Kings. Hobbystrategen erleben 4 weitere Kriegszüge. Die Geschicke der Hunnen, der Spanier und der Azteken können gelenkt werden. Neue Einheiten und Landschaften bringen frischen Wind in die Kämpfe, die noch packender geworden sind, weil die Figuren deutlich cleverer agieren als in Age of Kings. Zivilisten sind so klug, dass sie sich selbstständig Arbeit suchen, wenn sie eine Sache erledigt haben. Der recht hohe Schwierigkeitsgrad des Grundspiels wurde beibehalten. Ein umfangreiches Hilfesystem und benutzerfreundliche Menüs helfen bei der Bewältigung der Aufgaben. Wer Age of Kings geliebt hat, bekommt mit dem Erweiterungsset und den 3 Kampagnen eine ganze Menge geboten. Erscheinen wird das Add-on im September 2000. Sie lieben Spiele? Sie wollen sehen, was abgeht? Sie informieren sich gerne über Hintergründe, um mitreden zu können? Dann legen Sie PC Games TV ein, die erste und einzige virtuelle Spieleshow auf DVD. Erleben Sie brandaktuelle Filmbeiträge und Reportagen über Ihr Lieblingshobby in Kinoqualität. PC Games TV im Abo mit PC Games für unglaubliche 9,50 Mark pro Monat. Abo-Hotline 01805 95 95 06.